sich einmal so fühlen wie die Weißenfelser Herzöge. Das wird bald im Schloss Neu-Augustusburg möglich. Derzeit wird die Fürstenloge im Museum des Schlosses zum Ausstellungsraum umgestaltet. Durch die großen Fenster der Loge können Besucher künftig in die Schlosskirche schauen. Dieser Anblick blieb ihnen bisher verwehrt, denn zuvor wurde der Raum als Lager für historische Keramiken und Haushaltswaren genutzt. Aktuell versprüht der Raum noch keinen herzoglichen Charme. Die historischen Logenfenster sind abgehangen, die Hochregale sind verwaist und die letzten Sammelstücke warten auf ihren Umzug in ein anderes Magazin des Hauses. Für die Museumsbesucher wird die Fürstenloge zum Start der Ausstellung über Herzog Christian am 28. September 2017 geöffnet. Nach der Ausstellung soll der Raum in die Dauerausstellung integriert werden und damit weiter für die Gäste zugänglich sein. Ein wahrer Zugewinn für das Museum Schloss Neu-Augustusburg. Denn knapp die Hälfte der Museumsbesucher wollte bisher auch die Schlosskirche besichtigen. Diese gehört schließlich als eine der wichtigsten frühbarocken Kirchen Mitteldeutschlands zu den touristischen Highlights der Saalestadt. Außerhalb der öffentlichen Veranstaltungen ist sie jedoch verschlossen und kann bis dato nur in Begleitung eines Museumsmitarbeiters besichtigt werden.